Herzlich willkommen zum achten Teil unserer zwölfteiligen Serie zu dem Themenkomplex Die größten Fehler von Gründern. Heute geht es darum, ein Ziel fixiert zu haben, was die meisten nicht haben. Viele denken, dass ein Wunsch, ein Traum, eine Hoffnung oder nur das, was sie haben wollen, ein Ziel sei. Tatsächlich ist es so, dass ein Ziel nur dann wirksam ist, wenn das Gehirn ein klares Bild, eine klare Vorstellung hat und auch messbare spezifische Kriterien hat, die mit einer Frist verbunden sind und einer Handlungsanweisung verbunden ist, wie ich dieses Ziel erreichen kann und das schriftlich niedergelegt habe. Erst wenn das vorhanden ist, sprechen wir von einem Ziel. Und das haben leider und nachgewiesenermaßen von 10 Unternehmern, von 10 Gründern gerade mal 9. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass die Unternehmen, die tatsächlich ein schriftlich fixiertes Ziel haben, auch die erfolgreichsten sind. Aber tatsächlich am Markt haben es nur 10%. Aber viel wichtiger tatsächlich als nur eine Zielfokussierung und Formulierung ist auch die Tatsache, diesem Ziel treu zu bleiben, sprich also sich zu fixieren. Wenn du heute anfängst, mit dem Ziel Klavier zu spielen und dir ein Ziel setzt, morgen früh aufstehst, um dann Gitarre zu spielen, übermorgen aufstehst, um Schlagzeug zu spielen und wieder einen Tag später, um Saxophon zu spielen, um dann einen Streicher einen Tag darauf zu spielen, dann wirst du jeden Tag Musik machen, jeden Tag lernen, jeden Tag Instrumente üben, aber deine Fähigkeit, tatsächlich gut zu werden am einem Instrument, ist unwahrscheinlich, dass die ansteigt. Tatsächlich wirst du nach einem Jahr noch nichts richtig gut spielen können. Also das eine ist, ein Ziel zu fokussieren, das andere ist auch dem treu zu bleiben und am besten es aufzuschreiben, denn die schriftliche Fixierung eines Vorhabens ist bereits der erste Schritt zur Umsetzung. Also setz dich heute hin und formuliere dein Ziel schriftlich, klar, spezifisch, konkret, dich motivierend, erreichbar, also realistisch, mit deinen Ressourcen abbildbar, sodass du tatsächlich einen Fokus, einen Leuchtturm, einen Stern im Leben hast, der dich auch bei dem schlimmsten Unwetter immer weiter motiviert, weil er dir Richtung und Orientierung gibt und vor allen Dingen einen Sinn zum Handeln. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, eine klare Zielformulierung zu erstellen und zu guter Letzt ist ein klarer, guter Businessplan nichts weiter als ein ausformulierter Plan zu deinem Ziel, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn ein guter Zielplan, ein guter Business- und Finanzplan überzeugt nicht nur dich, sondern auch die Banken, die Investoren und andere Fördermittelgeber. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum 9. Teil.